auch im LS17 Mod Contest vertreten. Der John Deere mit der Nummer 6250R und zwar vom Sam N Modding. Wir schauen uns den ein bisschen genauer, weil mir aufgefallen ist, dass das hier vielleicht nicht mehr ganz LS17 Standard ist. Weder die Lichter, nur die Beschriftungen. Hier gibt es leider Gottes ein paar optische Mängel. Äußerlich auf jeden Fall. Soundtechnisch. So, soundtechnisch haben wir es gehört oder hören wir es noch. Lichttechnisch passt das Innenleben, gefällt mir gut. Relativ gut. Das Logo, finde es komisch, dass das Logo ein bisschen nicht gerade sitzt, aber vielleicht ist es so, was ich mir nicht vorstellen kann, ganz ehrlich nicht. Ansonsten keine Beschreibung vorhanden, einige Konfigurationsmöglichkeiten, die Außenspiegel sind nicht gut angepasst, das sieht man gleich und auch der Rest vom Innenleben ist jetzt nicht so, wie man es sich beim LS17 vorstellt. Das ist ein bisschen schade, weil ich ehrlich gesagt da vergebene Chancen sieht. Beim Mod Contest hier dieses Gerät reinbringen, kann man mal machen, ist mutig, auf jeden Fall. Radgewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung und die Panorama-Dachgeschichte Starfire ist GPS, genau, P-Pillar, kenne ich nicht, Extra Lights, ja, was auch immer das ist, Pan, Roof, Lights, Starfire, alles klar, okay. Ja gut, da gibt es ja ein paar optische Geschichten, die wir hier drauf kleben können. Ansonsten technisch gesehen hat das Ganze entweder 280 oder 300 PS, je nachdem, wie man es gerne hätte. Also 20 PS mehr ist echt der richtig krasse Burner auf jeden Fall. Ich schaue mir das noch ein bisschen an, weil ich hier schauen möchte, ob Fehler drin sind. Sehe ich jetzt erstmal nicht. Bin ein bisschen, ja, genau. Und genau das ist das, was ich mir über... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich möchte nichtsdestotrotz positiv in die Zukunft blicken. Und wir schauen uns den nächsten Mod einfach an. Bis gleich. Und bewerten nicht vergessen. Wichtig.